Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Scrapland. Scheiße. Hier geht's richtig heftig gerade zu. Oh Mann. Ich muss da so einen Frachter zerstören. Und die Polizisten sind richtig sauer darüber. Die haben es echt jetzt auf mich abgesehen. Oh, scheiße. Die beschießen mich aber auch plötzlich wie Hulle. Kennt ihr den Hulle, der schießt? Das ist er. So schießen die. Oh mein Gott. Verflucht noch eins. Die sind so stark. Und gleich hinüber. Jetzt denke ich gerade einmal, fliege ich hier weg, Kaios, und da ist es schon wieder soweit. Sag mal, kann es sein, dass sie mich mit der gleichen Waffe beschießen? Der Feind ist vom Radar verschwunden. Kehrt zu euren Stellungen zurück. Vergiss nicht, dass das Raumschiff, das du zerstören musst, der Polizei gehört. Sobald du es also angreifst, werden sie sich auf dich stürzen. Weg hier. Jetzt habe ich mir wieder gut was abgezogen. Jetzt muss ich aber schnell mich wieder auffüllen. Sehr gut. Boah, wie heftig die drauf sind. Kannst du noch mal betonen. Da, habt ihr gesehen? Die schießen tatsächlich mit der gleichen verfluchten Waffe. Nein. Und noch mit schönen Maschinengewehren. Das hält doch keiner raus. So. Nein, lasst mich schön in Ruhe. Nein. Ich brauche wieder was zum Auffüllen. Ja gut, ich habe zwar noch 90, aber... Oh, dem geht's schlecht. Hast du gesehen? Du Sackgesicht. Der hat sich was zum Auffüllen geholt. Schnell weg hier. Mann, warum sind hier überall diese Auffülldinger weg? Boah, habt ihr es gesehen? Oh ne, jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt muss ich mich auffüllen. Denn ich habe ihn gleich theoretisch geschafft. Aber so geht das nicht. Nein, das ist schon wieder weg. Ich wurde gerade weggeschnappt von meiner Nase. Da ist wieder was. Oder nicht? Doch da. Nee, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Scheiße. Sehr gut. Okay. Warum ist denn ja jetzt gerade auch im Moment nichts mehr, ne? Ist doch nicht zu glauben. Auch das Gefühl, mein Antrieb versagt so ein bisschen. Sehr schön. Jetzt aber. Komm, Kaios. Nein, die Treatise, der sitzt immerhin am Steuer. Lasst mich in Ruhe. Scheiße.
Ja, sehr gut. Schön. Und nicht schön. Und wieder weg. Ja, das müssen wir jetzt so machen. Aber wir wollen ja auch gewinnen. Hä? Ich habe jetzt gesammelt und habe nur 61. War ich jetzt gerade so kaputt oder was? Scheiße. Jetzt komme ich aber echt hier langsam in die Bedrulle so ein bisschen, ne? Ich habe ihn verloren, ich habe ihn verloren. Ja. Das hast du. Guck mal, er hat nur noch 178. Hey. Ja. Dann haben wir ihn theoretisch jetzt jede Sekunde erledigt. Verbrecher aufgespürt, auf ihn! Vergiss nicht, dass das Raumschiff, das du zerstören musst, der Polizei gehört. Sobald du es also angreifst, werden sie sich auf dich stürzen. Oh, fuck. Oh, guck mal, der hat nur noch 18. Aber ich bin gleich auch wieder kaputt. Das wäre jetzt so fucking ärgerlich, oder? Tut mir leid, wenn ich es so ausdrücke, aber es ist so. Oh, hier, 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 hier. Sehr schön, sehr schön. Jetzt kriegen wir ihn kaputt. Und danach müssen wir nur noch vor der Polizei flüchten. Misty, der heilt sich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sehr gut, jetzt flüchte vor der Polizei und suche den nächsten Kommunikator, damit ich dir sagen kann, wo die vierte Spur ist. Ich werde jetzt trotzdem mal speichern. Ich weiß ja nicht, ob es was bringt, falls ich kaputt gehe. Ups. Der Typ verarscht uns. Natürlich gar nicht. Schaff dir erst die Polizei vom Hals, bevor du den Kommunikator benutzt. Die sollen mich jetzt mal in Ruhe lassen. Ich kann den irgendwie nicht abhängen. Ich krieg ihn nicht abgehängt, ne? Beide. Da sind sogar zwei hinter mir. Kann das sein? Ich hab ihn verloren, ich hab ihn verloren. Na endlich. Puh, das war ein harter Kampf, oder Freunde? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Dann gehen, haben wir jetzt, glaube ich, alle drei Teile gesammelt. Und dann gucke ich mal, was passiert. Wir müssen jetzt aber zum nächsten Kommunikator fliegen. Der könnte dann jetzt auch ruhig direkt mal auftauchen. Das war auf jeden Fall spannend. Das war ein spannender Kampf. Mann, ist hier ein Verkehr. Hilfe. Ich habe bereits drei Spuren. Sag ach, es sind vier Spuren. Ich habe sie Bischof Igor gegeben. Er ist ein Kampf- und Zerstörungskrieg. Wunderbar. Dann sag ihm, er soll dir die Spur geben. Unmöglich. Igor hat nicht alle Tassen im Schrank. Du bekommst die Spur nur, wenn du ihn in einem Kampf schlägst. Das Problem ist, dass er nicht gegen jeden kämpft. Er taucht nur auf, wenn er glaubt, einen Gegner von seinem Kaliber gefunden zu haben. Oh. Und wie verschaffe ich mir den Ruf einer Kampfmaschine, damit er auf mich aufmerksam wird? Nur ein einziger Roboter auf Scrapland kann dir helfen, deinen Ruf als Kämpfer zu verbessern. Der irre Spieler. Du solltest mit ihm sprechen. Okay. Ich muss den irren Spieler fragen. Gut. Dann machen wir das. Dann machen wir jetzt aber erstmal wieder ein bisschen durchatmen. Ich fliege nochmal zum Schrottplatz, um mein Raumschiff wieder umzubauen. Denn die Waffe ist zwar ganz okay, aber die ist nicht so super zielgenau. Also die andere ist schon irgendwie cooler. Den Devastator, den ich davor gekriegt habe. Jetzt fliegen wir erstmal gerade heim. Tja, wie komme ich denn jetzt schon wieder hin? Hier lang?
Dödö. Nee, nee, da will ich ja gar nicht hin. Ich wollte doch hier zum Schrottplatz. Mist. Jetzt bin ich gerade völlig dem falschen Ziel da gefolgt. Das ist ein Ärger. Oh, jetzt gib doch mal Gas, Kumpel. Sag mal, oder bin ich jetzt zu schwer einfach? Das kann natürlich auch sein, dass ich zu schwer bin. Dass er deswegen nicht so super Boost gibt. Naja. Ah. Endlich. So. Jetzt wollen wir nämlich die... Wollen wir mal die Mühle noch mal ein bisschen umbauen. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Tiefer legen. Breitreifen drauf. Und die Panzerung erstmal runter. Ne, Quatsch. Ich muss ja nur die Waffe hier ablegen. Weg mit dir. Dafür nehmen wir die auf jeden Fall wieder auf. Ich bin zu schwer. Mist. Plus. Ja, der Devastator natürlich. Ist ja wohl klar. Dies. Und dies. Dann kann nämlich die Panzerung auch wieder auf 105. Das ist in Ordnung. Bla bla bla. So. Und dann gucken wir mal weiter. Jetzt geht's wieder mal zu unserem Freund, dem irren Spieler. Okay, Irri. Ich speichere mal gerade. Ups, nein, nicht laden. Spiel speichern, genau. Richtig lesen, Chaos. Dass wir nicht einen dummen Fehler machen. Das wäre ärgerlich, sowas, oder? Aber ärgerlich ist immer noch, dass mir ein Ersatzleben fehlt, ne? Das habe ich ja eben verloren, dummerweise, weil mich die Moskitos kaputt gemacht haben. Sehr ärgerlich, wirklich. Okay, mein Freund und Kupferstecher. Bong. Bisschen voreilig, bisschen übermütig. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was der dazu sagt. Wahrscheinlich muss ich irgendwie 100 Polizisten abknallen oder so ein Quatsch. Also Roboterpolizisten kaputt machen. Hi. Spieler, du musst mir einen Kampf mit Bischof Igor arrangieren. Er hat die vierte Spur. Igor ist gerade in mein Spiellokal gekommen. Geh zu ihm und stell dich vor. Bestell ihm Grüße von mir. Der Detritus sagt Igor, der andere sagt Igor. Die sollten sich mal Synchronstudio untereinander ein bisschen absprechen, wie sie die Namen aussprechen. Die sind nämlich immer wieder anders. Auch bei anderen ist mir das schon aufgefallen. So, du bist der? Hallo Igor, ich bin Detritus, ein Freund des irren Spielers. Ich habe schon von dir gehört. Was willst du? Ich bin ein ausgezeichneter Pilot. Ich will gegen dich kämpfen. Das Recht musst du dir erst verdienen. Ich will, dass du mir die Pläne für das schwere Söldnerschiff beschaffst. Ah. Da drüben ist ein schmieriger Söldner, der diese Art von Raumschiffen fliegt. Er hat sicher eine Kopie der Pläne. Hallo, ich würde gerne einen kurzen Blick auf die Pläne voll am Abtanzen für ein schweres Raumschiff werfen. Verschwinde! Frag einen anderen Söldner! Ich bin ein großer Fan von euch. Ich will die Pläne wirklich nur sehen, um die ausgezeichnete Technologie zu bewundern, die ihr benutzt. Was glaubst du eigentlich, wie blöd ich... Na komm, wir sprechen wieder mit dem Blöden. Hallo, ich würde gerne einen kurzen Blick auf die Pläne für euer wunderschönes, schweres Raumschiff werfen. Tut mir leid, aber das ist unmöglich. Die Pläne sind streng geheim, weißt du?
Ich bin ein großer Fan von euch. Ich will die Pläne wirklich nur sehen, um die ausgezeichnete Technologie zu bewundern, die ihr benutzt. Ich würde sie dir ja gerne zeigen, aber ich habe sie nicht. Allerdings weiß ich, wo sie sind. Du willst mich doch nicht austricksen, oder? Du bist so schlau und freundlich, dass ich es nie wagen würde, dich auszutricksen. Ich will das gleiche Gespräch wie eben. Das, weißt du, ich frage mich, warum ich die Leute für dumm halten, aber du bist nett. Eigentlich geht es hier ja um einen Wettbewerb. Wir suchen Kandidaten für das beste Kampfschiff auf Scrapland. Tatsächlich? Hä? Das war's jetzt? Das Gespräch ist einfach abgebrochen. Na gut, es ist also genauso gelaufen wie gerade eben schon das Gespräch. Naja, das ist jetzt ein bisschen einfallslos, muss ich sagen. Gut Leute, aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Jetzt speichern wir, denn die Aufnahme ist jetzt gerade auch mal direkt im Ende wieder beendet. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Wenn es euch gefällt, empfehlt es ruhig weiter. Bis zum nächsten Mal und tschüss.